Na Leute, und seid es Silvester auf Neujahr gut reingerutscht ins neue Jahr. Ja, also ich habe euch ja einen guten Rutsch gewünscht, beziehungsweise sagst du uns Neues. Jo, und Kommentare habe ich schon gelesen aus dem letzten Video, was am Dienstag kam. Kam ja mal mit Ehre. Heute wieder ganz normal. Jo, wir sind nicht ganz so sauber reingerutscht. Hat ein kleines Unglück gegeben. Der Reilly, der ist mir durch die Tür durchgefegt. Der sollte eigentlich nicht raus bei meinem zweiten Durchgang. Ja, und so wie er raus ist und die Knallerei gehört hat, ist er auf und davon. Nicht mehr zu bremsen. Blöd gelaufen. Hund weg. Ja. Gesucht, gesucht, gesucht. Nicht gefunden. Ja, da war es mittlerweile früh um 3:30. Und dann habe ich gesagt, jetzt hat er doch keinen Sinn, doch irgendwann nochmal ins Bett. Und gehofft, dass er wieder kommt. Ja, und tatsächlich, er ist wieder gekommen, er hat den Weg wieder heimgefunden. Gott sei Dank. Bin ich richtig froh drum. Also ohne den, da geht was ab. Reilly. Ja? Ja, der ist wieder aufgetaucht. Der kam wieder. Mein Bruder hat gesagt, früh um 4:30 war, hat es draußen einmal gekläfft, hat gedacht, ich habe ihn gefunden und womit nach draußen. Dann war es wieder ruhig. Deswegen hat sie das gedacht. Und um 5:30 hat es wieder draußen gekläfft und das mal mit dem Leo zusammen. Und dann ist sie doch stutzig geworden, warum ich da schon wieder mit dem Hund draußen sein könnte. Und dann haben sie den Hund reingelassen, da war der draußen, hat sich beim Leo drüben in der Zwinger mit reingesetzt und hat dort gewartet. Und immer wenn jemand spazieren war oder was, oder die haben was gesehen, dann ist das Kläffen losgegangen. Aber der hat wieder heimgefunden, bin ich richtig froh drum. Gut, das war der Schreck an Neujahr. Wir haben ja jetzt aktuell bei mir Neujahr. Und ja, ich bin froh, dass wir ihn wieder haben. Alles gut gegangen. Für die Zukunft weiß ich auf alle Fälle. Schauen, dass alle Türen gut zu sind und bloß nicht durchwischen lassen. War absolut keine Absicht, der sollte überhaupt nicht raus. Aber sowas passiert. Tja. Was ist dann heute noch ein bisschen passiert? Jo, ich habe heute gedacht, also wir waren ja am Montag, an Silvester, nochmal schnell einkaufen, Tapeten holen für die neue Wohnung. Und ich habe unter anderem einen neuen Stoff mitgebracht für mein Bettbaldachin, den ich habe. Den habe ich schon ewig lang. Der hängt halt einfach drüber. Und den will ich eigentlich wieder ins neue Zimmer mit übernehmen. Das ist eigentlich mehr Deko, aber schau, die Wand nicht so leer aus. Finde ich eigentlich, schaut optisch auch ganz gut aus. Ja, und habe ich mal einen neuen Stoff mitgenommen. Und den musste ich noch ein bisschen umnähen. Der war noch nicht ganz fertig. Und das Resultat davon, das sieht man zum Beispiel hier da. Ja, das war ich. Also mit der Nähmaschine kann ich auch umgehen. Ich kann nicht nur große Maschinen, ich kann auch kleine. Haushaltsgeräte geht auch. Nein, ich wollte wie gesagt den Baldachin wieder haben und mit der Nähmaschine umgehen kann ich eigentlich ganz gut. Das funktioniert. Dann habe ich mir das schnell selber umgenäht. Warum was teures kaufen, wenn es doch selber auch geht? Und ja, das ist das Endergebnis. So sieht das ganze Ding aus. Hängt da jetzt über dem Bett. Kommt ja wie gesagt dann in die neue Wohnung, in mein Schlafzimmer mit rein. Da steht das Bett dann sowieso ein wenig anders. Und da habe ich deswegen den Farbton in den Braun rausgesucht. Passt dann auch gut zu meiner Tapete, die ich mir rausgesucht habe. Aber dazu dann, das sehen wir alles, wenn es mal fertig ist. Wie gesagt, wer jetzt meint, wie kann man sich sowas aufhängen? Ganz ehrlich, ich finde, es schaut einfach schön aus. Ob das jemand anders mag oder nicht, ist mir wurscht. So, das war's auf alle Fälle heute für Neujahr. So, heute sind wir wieder ordentlich am Futter aussortieren gewesen. Das Mal waren es richtig viele Kisten. Ich glaube, das waren an die 26 oder was wir gehabt haben. Da stehen noch Labler. Da steht Biomüll. Das sind alles Orangen, die sind alle schon so angetatscht. Leere Kisten. Da drüben viermal für die Pferde. Einmal haben wir schon verfüttert. Hier stehen einige für die Schweine und Hühner. Da haben wir schon einiges verfüttert. Und ja, da ist schon fertig gekocht. Und zum Kochen kommen noch zwei ganze Töpfe, die stehen schon unten auf dem Ölofen. Also da kommt da irgendwas zusammen. Ja, ich verfahre jetzt gleich Biomüll, den Pferdestall habe ich gerade sauber gemacht. Und dann kommt das Zeug einmal weg. Und das mache ich selbstverständlich wieder mit dem Kramer, dafür ist er ja da. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei.
So, mit der Arbeit draußen bin ich jetzt komplett fertig. Ich habe mich jetzt schon wieder umgezogen. Ich muss dann schon wieder fast auf die Arbeit. Ich gehe jetzt noch Mittagessen oben. Ja, und dann geht es wie gesagt schon wieder weiter. Futter aussortieren war heute wie gesagt ein wenig langwieriger. Und dann halt, Katzklaut oder die Blummer. Ja, und dann halt den Stall hinten noch ausgemist und den Mist verfahren und den Biomüll verfahren. Ja, da hat man immer gut zu tun. Denkt man nicht. Ich habe heute früh um 8:30 angefangen und jetzt haben wir 12:30, also doch eine ganze Zeit lang drum gewesen. Die Schweine haben dafür heute richtig was zu knapsen, also die haben richtig Beschäftigung. Und dann passt es auch. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, damit wäre dann schon wieder Feierabend. Ist nicht so viel passiert die letzten Tage. Wie gesagt, wir machen halt jetzt viel in der Wohnung. Da ist einfach weniger draußen. Und ja. Das denke ich mal, das kommt jetzt dann, wenn es mir dann auswärts geht, dann wird es auf alle Fälle wieder mehr Arbeit. Dafür mache ich jetzt dann immer mal einen Livestream. Ich habe schon überlegt, also eventuell, ihr seht jetzt das Video am Freitag, Freitagnachmittag, eventuell morgen am Samstagabend. Ich weiß es noch nicht genau, also wer im Discord ist, kann ja da lesen, dann schreibe ich es rein. Vielleicht mal am Samstagabend noch mal einen Livestream. Aber versprechen tue ich es mal vorsichtshalber nicht, also das weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke, vielleicht, wahrscheinlich schon. Ja, da mache ich halt das als Ausgleich, da kann man sich dann ein wenig unterhalten, ein wenig quatschen oder Maschinen gucken oder was da halt gerade wollt. Da könnt ihr euch ja mal was überlegen, was wir da ein wenig machen können. Gesagt er halt dann. Ja, und ansonsten, wie gesagt, im Moment ist halt einfach ein wenig ruhiger. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Gut, wollen wir nicht mehr viel labern. Das ist sowieso egal. Wir machen jetzt dann Feierabend. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende und man sieht sich nächste Woche am Dienstag wieder um 16:30 Uhr. Bis dahin, Servus und ansonsten im Stream. Ade.